Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Es gibt einen Ansatz eines Psychologen, der hat vor vielen Jahren einmal gesagt und hat das durch Gespräche mit vielen Patienten immer wieder bestätigt gefühlt, dass in uns Menschen ganz tiefe Bilder sind, Urbilder, wie das Bild des Meeres zum Beispiel. Oder auch Hoffnungsbilder. Bilder, die unser ganzes Leben eigentlich immer wieder prägen und die man in jeder Kultur, wo man auch auf der Welt hinschaut, immer wieder erleben kann. Diese Bilder haben große Kraft, steuern tief innen drin unser Leben und einige dieser Bilder sind auch in der Bibel aufgeschrieben. So beginnt zum Beispiel die Bibel mit dem Bild der Harmonie. Am Anfang Adam und Eva, die Tiere, sie leben in ganz großer Harmonie miteinander und man spürt, wenn man das liest, dass, wenn man es mit dem Herzen liest, spricht etwas in mir an. Oder dieses tiefe Bild, dass die Welt zerrissen ist, Turmbau zu Babel, Arche Noah, dass die Welt ja eigentlich auch ein Stück gefährdet ist. Auch ein ganz tiefes Bild, das tief in uns Menschen ruht und immer mal wieder hervorkommt in Träumen oder auch wenn wir irgendwo ein Foto sehen und da ploppt es hoch. In der Bibel viele dieser Bilder, zum Beispiel, dass das Lamm beim Löwen liegt, ohne gefährdet zu sein. Bis hin zu dem Bild am Ende der Bibel, die Stadt. Die Stadt voller Harmonie, es ist wie ein Traum, dieses Bild, und ich möchte es Ihnen einen Moment vorlesen. In der Apokalypse im 21. Kapitel. Und das neue Jerusalem, die heilige Stadt, wird aus dem Himmel herabkommen und in ihrer Mitte wohnt Gott selbst. Und er wird alle Tränen von den Augen der Menschen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer und keine Klage. Das verlorene Paradies wird abgelöst werden durch Gottes neue Stadt. Ist das nicht eine wunderschöne Vision für uns heute? Und diese Vision hat eigentlich jeder von uns innen tief drinnen. Nur dass wir durch das, was wir täglich erleben, oft eine große, dicke Schicht von Erfahrungen, von Verletzungen, von Trauer, von Schmerz darüber gelegt haben. Aber ganz tief innen drin, in jedem Menschen, sind diese wunderbaren visionären Bilder. Manchmal kommen sie hoch in einem Traum oder wenn wir einen wunderschönen Abendhimmel sehen, auf einmal kommt es dann hoch. Vielleicht gehen Sie einfach mal den nächsten Tagen immer mal wieder diesen wunderschönen Bildern nach, lesen es vielleicht einmal selber in der Bibel und spüren diese wunderbaren Verheißungen Gottes für uns Menschen. So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.